Okay, was haben wir hier? Datenpunkt Cyan-Zugriff. Textprotokoll, Datenbeschädigung minimal. So. Als amtierender Leiter der digitalen Sicherheit und vorübergehender KI-Administrator für das Firebreak-Projekt erkläre ich hiermit, dass ich das Orbikularmuster für die regulierende KI Cyan am 17. September 2064 gemäß dem Protokoll aktualisiert habe, um sie gegen jegliche Manipulation, Einmischung, Verwirrung oder Mutwilligkeit von außen zu schützen. Wie bei den vorherigen Updates, nach der Aktivierung des Quellknotens müssen die übrigen Datenknoten verbunden werden, um einen Fluss zwischen intakten, benachbarten Knoten zu ermöglichen und diesen dann wieder mit dem Quellknoten zu verbinden. Jorgen Holm. Okay. War für mich nicht gerade hilfreich. Ich finde es ja toll, dass bei Spielen immer so viel, immer dann gegen Ende so viele Infos kommen. Aber das bringt einem halt immer komplett aus diesem Spielfluss raus. Aber du musst es halt lesen, weil da halt Randinfos drin sind. So. 100, 200, 300. Dann schmeißen wir das hier mal weg. 100, 200, 300. Wir schmeißen hier jetzt auch nochmal 3 weg. So, wir können natürlich alles mitnehmen außer die Tränke, das ist aber nicht schlimm. Hier gibt es kein blaues Licht. Ist die Stimme hier oder nur der Dämon? Ich glaube beide. Wir müssen es herausfinden. Ja, das müssen wir. Wir haben auch nicht groß eine Wahl. Okay, die 2 Tränke sind hier drin, sonst konnten wir alles mitnehmen. So, was haben wir hier? Auch nur noch die Tränke. Hier sind voll viele Tränke. Es wird noch ein richtig krasser Endkampf kommen. Na, mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Ah, wir haben wieder so ein Spielchen. Ich muss sagen, die mag ich aber, diese Spiele. Also, wir wollen auf jeden Fall nicht zum Roten. Das heißt, das hier muss da lang auf jeden Fall. Der Punkt ist halt, wo geht's denn los? Ah, Blödsinn. Ja, das wäre relativ... Oh, Hephaestus hat was gesagt. Ja, das passt eigentlich. Das passt auch. So, das muss so. Das muss eigentlich so. Das ist auch richtig. Ja, da habe ich jetzt aber ein Problem. Nein, ich will nicht zum Roten. Und wenn ich das hier drehe... Ja, das ändert halt genau gar nichts, weil... Okay, wir drehen das jetzt hier mal. Also hier geht's ja los bei dem Blauen. Wir drehen das mal so. So, das ist gut. Oh nein, ich muss ja hier hin. Boah, wie soll ich denn das machen? Ja, ein bisschen problematisch hier. Ja, das hier geht zum Roten, das wollen wir nicht. Und wenn das so ist, bringt halt auch nichts. Ja, Okay, gut. Also, wie machen wir das am besten? Vielleicht muss man hier starten. Nein, kann ich gar nicht.
Ja, der Einstiegspunkt ist immer hier. Dann machen wir das mal so. Dann fahren wir hier. Das kann halt nicht funktionieren. Zum Roten wollen wir nicht. Wenn ich das hier drehe, komme ich wieder hier zum Startpunkt. Das funktioniert auch nicht. Ich muss das hier so legen. Ich kann das aber nicht so legen. Boah, das ist ja richtig mies. Jetzt habe ich hier so einen geschlossenen Kreislauf schon wieder. Boah, vielleicht muss ich das hier anders drehen. Nicht wundern, ich drehe mal in eine Richtung, weil die Z-Taste ist ein bisschen sehr weit weg. Ich mache alles mit X. Vielleicht muss das hier runter. Dann haben wir das so. Ja, so drehen funktioniert nicht. So drehen funktioniert auch nicht. Das heißt, das hier ist eine Sackgasse. So drehen funktioniert nicht. Wir müssen es so drehen. Naja, dann haben wir wieder das gleiche Problem wie letztes Mal. So, hier. Dann fahren wir hier mal so durch. Das hier kann ich auch nur in diese Richtung drehen. Da habe ich keine andere Möglichkeit. Nee, weil sonst fährt es nicht in beide Richtungen. Das darüber zu leiten, ist halt völliger Humbug. Das muss nämlich so sein. Das muss dann so sein. Ah, nee. Nee, jetzt sind wir ja schon wieder so kacke hier, oder? Oder sind wir hier richtig? Doch, wir sind richtig. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea. Der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzuheben. Keine Liebe, aber ich tue. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören, ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Führ uns in die Schlacht.
Okay, Endkampf steht an. Wir müssen also alles zerstören, dachte ich mir. Weiter in Richtung des Kerns. Oh oh, was Saiyan noch gemacht hat. Festes gefällt es nicht besonders. Ja, das dachte ich mir schon. Aber... wir werden ihn besiegen. Wobei, wie komme ich hier rüber? Oh, wieder eine ganz tolle Hürde hier. Wie komme ich hier rüber? Echt jetzt? Muss ich hier irgendwas wegschießen, oder? Oh, ich bin verbrannt. Heute ist nicht der Tag, an dem wir sterben werden. Ja, habe ich gemerkt. Hä? Wie komme ich da rüber? Da ist ja nirgendwo eine Brücke. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas übersehen. Hundertprozentig. Ah, immer dieser lange Ladebalken. Ah, doch nicht so lang. Na, wenigstens muss ich das Rätsel nicht nochmal machen. Weiter in Richtung des Kerns. Muss ich vielleicht darüber? Oh nee, schade. Sehr schade, da kommt man nicht rüber. Oh oh, was Saiyan noch gemacht hat. Festes gefällt es nicht besonders. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie komme ich da wirklich weiter? Ich kann hier nicht einfach reinhüpfen, dann bin ich tot. Ah, muss man hier durch? Okay. Saiyan sagte was von Beschränkungen. Ist der Turm dafür da? Ah, hier bin ich richtig. Ja, hier werden wieder ein paar Gegner auf uns warten, aber gehen wir schon hin. Ich hoffe halt auf den richtig neuen Gegner, einen richtig coolen, einen richtig tollen Endboss oder sowas. Ah, das ist so ein Turm wieder. Die kennen wir ja zu Genüge. Nein, ich brauche zwei. So. Geil. Okay, da ist jetzt die Frage. Was? Neue Maschine? Feuerklaue? Ah, Feuerklaue. Okay, ja, die ist neu. Brutstätte Epsilon gesperrt. Ein riesiger Maschinenprototyp, der für seine Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten geschmolzene Flüssigkeiten zirkuliert. Er ist extrem tödlich. Maschinenportale haben wir wieder 4 Stück. Körper. Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche Eis, Stärke Feuer. Feuerbeutel. Die Zerstörung dieses Bauteils löst eine Feuerexplosion aus, verbrennt die Maschine vorübergehend und deaktiviert den Feuerangriff der Klauen. Schwäche alles, Stärke keine. Feuereinheit. Die Zerstörung dieses Bauteils löst eine Feuerexplosion aus, verbrennt die Maschine vorübergehend und deaktiviert alle feuerbasierten Angriffe außer den Klauen. Schwäche alles, Stärke keine. Energiezelle, aus diesem Bauteil kann Zünderrohstoff erbeutet werden. Ein Treffer auf dieses Bauteil mit Schockpfeilen löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich elektrifiziert. Schwäche Schock und Abriss, Stärke keine. Entschuldigung.
Feuerklauenlinse. 70, krass. Ungewöhnlich. Dieses ungewöhnliche Maschinenteil kann nur von Feuerklauen erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Quellen Feuerklaue. Verwendung Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Das Herz hat einen Wert von 140 Scherben. Selten. Dieses seltene Maschinenteil kann nur von Feuerklauen erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. Quellen Feuerklaue. Verwendung Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Das heißt, ich muss jetzt eine Feuerrüstung anlegen, weil sonst bin ich ganz schnell ein Hühnchen. So, wir machen natürlich zuerst mal die Wächter. Okay, Wächter ist weg. Boah, die Klauen tun schon ordentlich weh. Uiuiuiui. Was, sind da gerade neue Maschinen nachgerückt, oder? Das war knapp. Ich will die zuerst noch hier fertig looten. Ja, ich erweise mich gleich als würdig. Nein! Wow, zum Glück ging der Angriff ins Nichts. So, was ist denn das für ein Trank, der da drin ist? Das ist so ein kleiner. Gut. Können wir mal hier nachfüllen. So. Wow, das tut schon weh. Brutzel, brutzel, brutzel. Ich glaube, die Maschine kann gar nicht umfallen, oder? Können ja die Großen alle gar nicht. Okay, wir checken mal ab, wo sind hier Schwachstellen. Oh, was macht er da? Geh weg. Ja, das war wieder mal typisch. Boah, er beschießt mich sogar. So. Geh weg. Boah, zum Glück halte ich so viel aus, was Brandschaden betrifft. Ah, Mist. Okay, man muss einfach nur auf diesen Panzer mal schießen und vielleicht liegt der dann. Boah, der ist schon heftig. Das sieht aber auch wahnsinnig imposant aus. Genau so einen Gegner habe ich gewollt zum Schluss. Ja, da hätte ich einfach nur weglaufen sollen. Nein, schon wieder nicht getroffen. Ah, Mist. Wow. Okay, da sollte ich auf jeden Fall mal weg. Er geht aber halt auch immer auf mich. Ja. Da bin ich in die falsche Richtung. Nein, daneben. Er hat es aber sofort bemerkt. So, ich habe ihn da mal erwischt. Schade. Was macht er da? Weg mit deinem Felsbrocken. Ja, ich hatte halt Angst, dass er sich schon wieder in eine andere Richtung dreht und ich dann wieder nicht treffe. Ich nehme lieber die Brust. Die treffe ich immer ganz gut. Ja, da
Da wäre ich nicht gut weggekommen. Das kann nicht wahr sein. Das kann halt... Der Turm! Och nee. Ernsthaft? Wow, 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 wow. Nein! Oh nee, der regeneriert ihn ja fast komplett wieder. So, endlich ist Dings kaputt. Boah, aber er hat Hälfte Leben, das ist gar nicht gut. Und es sind Wächter nachgerückt. Oh nee, Plünderer ist ja noch schlimmer. So, Plünderer ist weg. Ahahaha, das tut schon weh. Geh weg jetzt einmal. Ständig hängt er mir im Gesicht. Oh, endlich habe ich mal den Dreck hinten getroffen. Ja gut, das macht jetzt nicht viel Schaden. Das ist kein Problem. Klauen nerven halt wahnsinnig. Ja, ein Pfeil ist halt... ja. Sehr gut, wir haben wieder was getroffen. Wir haben ihm sogar was abgeschossen. Das ist gut. Ja, da halt wegzukommen. Ich roll halt gleich auch immer in die falsche Richtung. Ah, daneben. Geh weg. Oh nee, schon wieder. Ah, Dreck. Komm, mach deinen Stoß. Ja, habe ich ja schon erledigt. Problem ist aber, dass hier schon wieder Plünderer sind. Wow, ja, da hätte ich weg müssen. Das geht klar. Das geht wieder nicht klar. Ah, der ist so heftig, Mann. Ja, Mist. Oh, wir haben ihn, wir haben ihn. Brennt ein bisschen. Nein, geh weg. Ja, ich brauche hier mal was. Boah, ich kann den Plünderer nicht ausnehmen. Das ist so blöd, Mann, voll zu sein. Das ist der übelste Mist. Ja, ich weiß, ich fress gerade viel Schaden, aber... Hä, warum? Nimm den doch. Hä? Danke, jetzt nimm endlich die Ressource damit. Sonst vergesse ich die wieder, ich kenne mich.
Ah, ich habe ich es mitgenommen oder ist verschwunden? Boah, nicht schon wieder die Krallen. Okay, auf die Arme schießen bringt gar nichts. Doch weg jetzt! Geh mir aus dem Licht! Ah, immer dieses rechte Maustaste halten. Das macht mich so fertig. Geht halt nur noch in den Nahkampf. Der ist so im Rage. Ich weiß halt nicht, hat der noch irgendwo Stellen? Nur mehr hinten, oder? Ja, das war ganz toll gefehlt. So eine dämliche Brustplatte zu treffen, bringt halt gar nichts. Er muss halt zu mir schauen. Also er darf halt nicht zu mir schauen, weil das Problem ist, ich will ihm hinten auf das Ding draufschießen. Jetzt gerade nervt's nur. Ja, ist dir wurscht, wo ich drauf schieß. Ich will den Kill haben, Alter. Wie? Ihr kriegt den Kill. Da gibt es sicher 30.000 Erfahrung oder so. 13.000 nur? Wie lächerlich.